Das hier ist das Stier Universal Werkzeugsortiment im Aluminiumkoffer. Ist das der Koffer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Wir schauen uns das mal an. Los geht's! Schauen wir uns ihn mal von außen an. Er hat zwei stabile Verschlüsse. Er hat verstärkte Kanten gegen Schläge, einen stabilen Griff und Standfüße. Er wiegt 12,6 Kilo und wenn man ihn schüttelt, dann klappert da nichts. Und wie man sieht, bleibt alles an Ort und Stelle. Im Universal-Werkzeugkoffer sind 144 Teile, kosten so ca. 200 Euro und bietet, wie ich finde, eine perfekte Grundausstattung. Den Link zu dem Koffer findet ihr in der Videobeschreibung. Alle Werkzeuge haben in diesem Koffer einen festen Platz. An den Umrissen kann man auch sehen, wenn mal ein Teil fehlt. Mein Highlight ist die sinnvolle Zusammensetzung der Zangen. Hier im Deckel habt ihr zum Beispiel die Wasserpumpenzange mit gewissen Rasterstellungen. Je nachdem, welchen Durchmesser ihr gerade braucht. Die Universalzange zum Beispiel, da fällt auf, die liegt sehr gut an der Hand, hat einen schönen ergonomischen Griff. Und hier kann mit geschnitten werden. Und hier oben gibt es Raster in diversen Größen und somit kann man gut zugreifen. Dann habt ihr noch eine Säge, einen Hammer dabei, eine Lampe. Und hier in der Etage kann man das mit dem Band sichern, dass es einem nicht auf die Finger fällt. Und da gibt es PZ-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, aber auch einen mit einer Bitaufnahme. Und hier gibt es auch sehr viele verschiedene Bits, vom Schlitz bis zum PZ, PH, Torx oder hier für die Elektrik, je nachdem, was ihr so braucht. Wenn es mal besonders fein sein soll, gibt es hier auch noch ein umfangreiches Feinmechaniker-Set. Mit der untersten Ebene habt ihr eine Auswahl an Maulschlüsseln, eine große und eine kleine Ratsche, ein Maßband, eine leere. Also ich finde, hier haben wir eine sehr gute Grundausstattung in einem soliden Koffer. Aber nichts ist so wichtig wie der Inhalt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr am meisten benutzt. Bei mir ist es die Ratsche. So, kommen wir ins nächste Abteil. Und da muss ich sagen, keine Ahnung, was das ist. Hier ist ein Magnet vorne dran. Das kann man so ausziehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wofür ihr das benutzt. Schauen wir mal in die zweite Ebene. Da fällt mir als erstes der Meißelsatz auf. Im praktischen Klettverschluss gesichert, damit auch wirklich nichts umherfliegt. Sind auch Körner dabei. Volle Montage, gibt es ja oft kleine Ecken, die man hier und da mal wegstemmen muss. Für leichte Arbeiten seid ihr damit auf jeden Fall gut ausgestattet. Im untersten Teil ist alles mit Weichschaumeinlagen gesichert. Die Basis aller Arbeit ist natürlich das ordentliche Messen vorab. Also wir haben hier echt alles, was man in der Grundausstattung braucht. Vor allem die ergonomischen Griffe bei den Handwerkzeugen sind dann auf Dauer sehr angenehm und machen den Unterschied. Dieser Koffer wird euch treu begleiten auf den Baustellen. Und wer jetzt von euch Elektriker ist und sagt, Moment mal, das sind die falschen Werkzeuge. Diesen Koffer gibt es auch mit Elektriker-Sortiment. Das erkennt ihr schon am Design. Der Koffer an sich ist derselbe, aber das andere Werkzeug ist dann entsprechend angepasst und ihr habt 129 Teile für ca. 240 Euro. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist dieser Koffer dann speziell für Elektroarbeiten ausgestattet. Da gibt es dann zum Beispiel eine Abisolierzange oder ein Kabelmesser mit dabei. Was ich vorhin zur Qualität und Langlebigkeit gesagt habe, gilt definitiv für beide Koffer. Wir haben eine gute Verarbeitungsqualität. Und der Koffer hat eindeutig eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse. Der Universalkoffer ist quasi für jeden Handwerker geeignet. Das ist sowas, was man am besten immer in der Nähe hat, weil einfach die gängigsten Werkzeuge drin sind. Und für alle, die mit Elektrik zu tun haben, gilt dasselbe für das Stier Elektriker-Sortiment. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Lasst ein Abo und einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mal einen großen Werkzeugtest wollt mit verschiedenen Koffern, dann schreibt gerne in die Kommentare, welche Werkzeugkoffer wir vergleichen wollen. Bis dahin, meine Lieben. Ciao.